Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Wir sind immer noch in der Scream-Zeit und werden, ich glaube, noch ein Spiel mit der Bundesliga machen. Jetzt erstmal in Form, oder was heißt in Form? Aufgewerteter Scream Çalhanoğlu und aufgewerteter Scream Costa im Duett zusammen mit anderen tollen Spielern im Team. Und das sieht auch noch alles ganz gut aus, außer mein, what the? Goretzka ist nicht in dem anderen Team drin, verdammt nochmal. Hatte noch 68, krass. Und er hat ein Tor geschossen mit der schlechten Fitness, ey. Weil ich so viele Spieler durchwechsel, da vergesse ich dann immer den einen oder anderen Spieler halt reinzunehmen. Packen wir ihn direkt mal in die andere Mannschaft. Und ja, ich muss einfach aufhören, so viel darüber zu reden, dass ich meine Abschlüsse besser machen möchte und die dann halt einfach besser machen. Und ich glaube, wie gesagt, eine Mischung aus überlegter Abschluss und was mache ich denn? Aus überlegter Abschluss und intuitivem Spielen. Im letzten Spiel habe ich halt mit Çalhanoğlu einfach wieder zu. ZDM, ZDM. Habe ich einfach wieder zu überhastet abgeschlossen. Bin ich weit genug auf den Gegner zugelaufen. Falsche Mannschaft. Genau, unwichtig wieder. Von der ersten bis zur letzten Sekunde aufmerksam bleiben in der Abwehr, damit ich nicht wieder so ein blödes 1-1 fresse. Ich hätte die letzten beiden Spiele locker gewinnen können mit dem 1-0, indem ich einfach halt kein Gegentor fresse. Ich denke, ich weiß nicht, also gerade das eine Gegentor, wo der Typ so eine vogelwilde Flanke schlägt, weiß ich, ob ich das hätte irgendwie verhindern können. Aber eventuell. Ach Moment, ich glaube, hier lädt noch was neben mir runter. Moment, da muss ich mal kurz rüber ins Wohnzimmer gehen. So, da bin ich wieder. Moment. Jetzt bin ich aber wieder da und jetzt müssten wir eigentlich auch eine gute Latenz bekommen. Mein Laptop lief noch im Wohnzimmer und da der hat noch Download verbraucht quasi. Und den Download. Ach, das gleiche. Hatten aber schon mal, dass jemand das gleiche Wappen hat wie ich. Gucken wir mal. Wieder keine Inform, wieder kein Scream of the Week. Das müsste ein schneller Sturm sein. 85er Torhüter ist, glaube ich, na was. Felipe als Linksverteidiger, auch sehr gut. Und er hatte einen geliehenen 87er James Rodriguez. Ballbesitz. Und jetzt ganz normal. Mal gucken, ob wir wieder so ein teiliges Tor hinbekommen. Sehr schön von Bender, leider bleiben wir nicht im Ballbesitz. Ha, da war er eigentlich schon durch. Zum Glück, das war glaube ich Felipe Luis, der hier den Distanzschuss gewagt hat. Auch er macht's kurz. Sehr schön. Oh, sehr schön, wollte ich gerade sagen. Oh, den muss er eigentlich machen. Und den hätte er, glaube ich, besser direkt geschossen. Sehr schön auf Pisscheck. Oh, nicht so schön. Aber ich hätte ich vielleicht nicht reinziehen sollen in die Mitte. Oh, ich dachte, er geht durch. Aber man sieht halt wieder, also es gab halt wieder dieses Kreuz nicht am Boden. Deswegen musste ich nicht, wie weit er geht. Sokrates, ganz abgebrüht. War nicht der Plan, dass er dahin geht, also auf Sokrates. Wäre auch ein riskanter Ballverlust gewesen, aber egal. Och! Er hampelt im Abseits rum.
Ich kann halt nicht immer zu 100% darauf achten, wer im Abseits ist und wer nicht, weil wenn der anzeigt, hier, 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 geht erstmal davon aus, okay, der ist nicht im Abseits. Und das war natürlich sehr gekonnt von Baba. Ah, das Spiel geht nicht so gut los wie die letzten, muss ich zugeben. Hoffen wir mal, dass es kein schlechtes Omen ist. Oder weil ist ja auch ein positives Omen. Die letzten gingen gut los, nur unentschieden. Das geht schlecht los. Wir gewinnen es. Mal gucken. Scheint auch wieder nicht schlecht zu spielen, der Gegner. Gute Verteidigungsarbeit bisher. Hatten ja auch noch keinen Abschluss. Oh, krass, dass der Pass ankommt. Bakambu ist auf jeden Fall schnell. Und er war zuletzt dran. Ja. Das war riskant. Sehr schön gesehen. Macht halt echt fast keine Fehler im Stellungsspiel in der Abwehr. Das wird ein sehr anstrengendes Spiel. Ich glaube, hier müssen wir halt vor allem versuchen, schnell zu spielen. Also langsam wird nichts gegen ihn, weil er einfach da was dafür zu gut steht. Ja, sowas wird halt einfach nichts. Zu Recht. Das war mein Fehler, gebe ich zu. Presst halt auch relativ, steht relativ tief in meiner Hälfte drin. Muss es halt mal mit Costa probieren. Costa setzt sich gut durch. Schade. Immerhin die Ecke von Costa rausgeholt. Oh, dann nehmen sie sich wieder. Okay, es war ein Foul, geil. Dann haben sie sich wieder gegenseitig den Ball weggenommen. Abgefälscht! Noch eine Ecke, oder? Oh nein, eigener Mann angeschossen, toll. In den Rücken gespielt, sehr schön. Aber fette Torchancen generieren wir nicht. Vielleicht sollten wir mal auf Offensiv gehen. Oh, ich habe war kein Pass, war kein Vorliegen, gar nicht. Er hat einfach den Ball scheiße angenommen. Abseits, fuck. Ich gehe mal auf Offensiv. Das ist mir so blöd bisher. Also wir generieren einfach zu wenig Torchancen. Sehr schön getribbelt. Das war wieder scheiße getribbelt. Warum will ich denn da nach innen ziehen, verdammt nochmal? Oh, er lackt sich den Ball und bekommt ihn dann aber nicht unter Kontrolle. Schöner Schuss. Hätten wir vielleicht noch mehr aufziehen müssen, aber das war ein riskanter Pass vom Gegner. Auch wieder schlecht getribbelt, schwache Schusstäuschung. Oh, das läuft.
Was ist denn das? Warum wird denn hier ständig die Verbindung unterbrochen? Aber es scheint ja immer vom Gegner auszugehen, weil sonst müsste ja bei mir Abbruchmodifikator kommen. Ach, das nervt mich. Ich habe eigentlich keine Zeit jetzt hier für ein anderthalbes Spiel. Fuck. Scheiß drauf, will man jetzt nochmal spielen? Hier kann es halt wenigstens keine Verlängerung geben, aber ich wollte nur ein schnelles, normales machen. Was ist denn das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass durch Zufall die Gegner immer freiwillig abbrechen. Das ergibt ja gar keinen Sinn, vor allem jetzt, es stand 0-0, hä? Es war total ausgeglichen. Hä? Und dann halt auch immer zu total merkwürdigen Zeitpunkten, wo die abbrechen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber okay. Na, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, dass da oben dieses blaue Dunkel ist, aber ich hoffe mal, das geht. Okay. Oh, ein schwaches Team sogar mit richtig vielen nicht seltenen Goldspielern. Auch wieder Premier League. Schauen wir mal. Vielleicht gewinnen wir ja oder schießen einfach mal 3 Tore innerhalb von 5 Spielminuten, dass wir dann einen Abbruch vom Gegner provozieren können. Mal schauen. Sehr schön. Nicht so schön, dass der Schuss geblockt wird. Oh, jetzt wird's scheiße. Genau deswegen. Oder Pistek ist doch schneller, hätte ich nicht gedacht. Okay, der verteidigt. Also der spielt auf jeden Fall schlechter, verteidigt auch schon viel schwächer, wie man sieht. Man kann ja super einfach über den Doppelpass durchkommen. Schade, der Ball hätte bei uns sein können. Juff spielt da, ah, Mamet Juff. Der hat mal bei Hannover gespielt, wenn ich mich nicht irre. Scheiße, er hat zu spät gepasst. Oh, fuck. Was für ein Pass. Oh, was für ein Glück. Hallo, du hast den Ball. Jetzt geht weiter. So geil die Mitnahme. Zu kompliziert einfach. Also wenn der Gegner so weiterspielt, weil manchmal spielen die ja am Anfang total scheiße und dann plötzlich in der zweiten Hälfte explodieren sie. Also wenn der Gegner so weiterspielt, müssen wir das Spiel eigentlich gewinnen. Da waren wir durch. Ich dachte halt, er orientiert sich genau zu der anderen Richtung und habe deswegen den Ball abgeschirmt. Wenn ich wusste, dass er uns durchlässt, dann ja, wäre das Ganze ganz anders abgelaufen. Er macht halt auch nichts. Er läuft immer nur geradeaus. Also nichts mit Antizipieren oder so. Das ist natürlich schön für mich. Krass mitgenommen von Chicharito. Das war ein riskantes Ballverlegen. Ich denke, ich nicht machen sollen. Das heißt, denke ich, hätte ich nicht machen sollen, weil sonst wäre der Ball ja dann nicht verschwunden. Zum Glück schwacher Abschluss. Ja, dass wir noch nicht wirklich geil abgeschlossen haben oder ein Tor gemacht haben, wundert mich bei dem Gegner. Okay, da haben wir Glück, dass es nicht 1-0 für den Gegner steht, aber der Gegner ist natürlich auch glücklich zu diesem Schuss gekommen, das darf man auch nicht vergessen. Das war mal extra mehr aufgezogen, also erstmal schön von Goretzka, glaube ich, wieder. Der war extra jetzt mehr aufgezogen, der erste Schuss, und der wäre halt eingescherbelt, da wäre er schön rein, wenn er nicht gegen das Alu wäre. Aber das ist erstmal eine gute Info, man muss halt wirklich einfach einen Tick mehr aufziehen, damit die gefährlicher kommen. Weil wenn ich die halt unter die Latte presse, dann, ach geil, da sehen wir sogar den Schuss nochmal. Wenn ich den hier halt in den Knick unter die Latte presse, dann hält er ihn halt auch nicht. Und dann hier, das war mal ein flacher, aber da stehen wir halt auch relativ nah dran und verdeckter Schuss etc.
Aber wenn man ein bisschen weiter weg ist, sollte man echt einfach mehr aufziehen. Diese Schüsse da, die dann so flach kommen, die gehen halt meistens nicht rein. Und die Höhen kommen halt deutlich gefährlicher. Ach so, er will unbedingt direkt nochmal. Wenn wir hier aufmerksam spielen, müssen wir eigentlich noch mehr Tore schießen. Also anders darf das gar nicht ablaufen. Sehr schön, Sokrates. Ach, abseits. Wird auch mal Zeit, dass dieses Geeier aufhört. Das hat er diesmal gut antizipiert, ausnahmsweise mal, aber wahrscheinlich eher Zufall. Ball nicht sauber mitgenommen. Sehr schön, Costa durch. Schade. Ja, war klar, dass er versucht, da hochzuspielen. Aber aus dem Winkel in der Situation, das ist dann halt relativ schwer für den Spieler. Und da er ja auch nicht die mega krassen Spieler im Team hat, haben die wahrscheinlich auch nicht so die mega krassen Passwerte, würde ich mal sagen. Das hier ist jemand mit einem mega krassen Passwert. Da war auf jeden Fall schwer der Pass. Ach, Ballannahme war schwierig. Jetzt rennt er auf jeden Fall nicht mehr so stur durch, sondern versucht sich mehr durchzukombinieren. Dadurch wird es für uns schwerer, den Ball zu bekommen. Was ist denn heute? Was ist jetzt in dem Spiel Bender so oft so weit vorn? Stehe ich gar nicht. Sagt es doch eher Goretzka. Ich werde mal auf Defensiv gehen und hoffen, dass dadurch Bender eher zurückbleibt, weil den brauche ich nicht unbedingt im Offensivspiel. Der war gut aufgezogen, aber unplatziert, aber ich fand es da gerade sehr schwer, anständig zu zielen. Deswegen konnte ich den nicht platzierter setzen. Baba. Sehr gut von Baba. Okay, also ich müsste irgendwie versuchen, konsequenter zu spielen. Der Gegner ist halt wirklich nicht gut und ich habe zwar jetzt ein Tor, geil, aber ich schieße irgendwie viel zu selten aufs Tor. Viel zu selten gefährlich aufs Tor und da wäre auf jeden Fall schon mehr drin gewesen. Gerade ganz am Anfang hat er so viele dumme Ballverluste gehabt. Jetzt spielt er einen Tick besser, würde ich sagen. Einen Tick überlegt da nicht mehr so eindimensional, möchte ich es mal nennen. Oh fuck. Setzt sich hier leider durch mit seinem Körper, glaube ich, war das. Also ich denke, es war der Körper, der sich hier durchsetzt. Schöner Pass von Goretzka. Das war jetzt wieder zu sehr aufgezogen. Also da muss ich erstmal noch eine gute Mischung finden. Hängt ja auch immer ein bisschen von der Distanz ab, logischerweise. Und ein bisschen Varianz ist generell drin. Also man kann immer gleich aufziehen oder kann trotzdem unterschiedlich kommen. Jetzt dribbelt auch ein Tick mehr, wie man gesehen hat. Sehr gut für den Pisscheck. Ach, war ein Foul, schade. Oh, ganz, ganz mieser Pass von Goretzka. Chicharito macht es in der Abwehr wieder gut, krass. Oh Gott, das meine ich halt. Das war halt richtig, richtig schlecht verteidigt. Ich kann einfach nicht dribbeln. Ich kann einfach nicht dribbeln. Es ist so dumm, ey. Wenn mich das ankotzt. Muss er doch mal wieder zu mir. Sehr gut von Bender.
Das war auch wieder total dumm getribbelt. Gibt halt einfach leider Situationen, da kommt man nicht ums Dribbling herum. Schöner Schuss. Ah, nicht weit genug aufgezogen, glaube ich. Jemand von mir? Nee. Gott, haben wir ein Glück, dass Baba das regelt. Warum? Ich spiele auf Defensiv. Warum da so viele alleine sind? Keine Ahnung. Oh, geil gespielt. Oh, eigentlich ein schöner Schuss. Aber leider hat es nicht gereicht. Scheiße! Okay, alles ist gut. Aber ich würde. Also, wenn ich jetzt wieder nicht nur ein Gegen. Wenn ich jetzt nicht wieder ein Gegentor fresse, wird wahrscheinlich wieder ein 1-0. Meine Herren. Okay. Zu nah ans Tor. Oh, da hat er mich schön dazu gezwungen, den selber ins Aus zu spielen. Haben wir Glück. Gott, da sollte der Pass natürlich nicht hingehen, aber ich bin froh, dass er wenigstens angekommen ist. Na, nicht nur Geleitschutz geben, Toprak, oh nein! Oh, zum Glück, ich habe echt schon wieder das 1-1 gesehen, es kann immer noch passieren, aber Toprak hatte den Ball und gibt einfach nur Geleitschutz und ich weiß nicht warum. Oh nein! Oh! Wieder so ein Lackertor, wieder so ein Lackertor, wieder steht's 1-1, wieder werde ich nur unentschieden spielen. Der Punkt reicht für den Aufstieg, aber das gibt's doch nicht. Jetzt dreimal in Folge 1-1 oder was? Und dreimal war es einfach komplett unnötig. Oh, und dann macht Fährmann auch so einen bitteren Fehler. Oh. Scheiße, Mann. Oh, wieder nur 1-1, wieder so eine verdammte Dreckskacke hier. Das gibt's doch nicht. Hier bin ich halt diesmal halt noch klarer der bessere Spieler. Gerade was den Anfang angeht, oh, ist das bitter, ey. Ist das bitter. Und dann halt immer mit meinem Team, was halt generell einfach mal tausendfach besser ist als die Teams der Gegner. Das ist halt auch immer peinlich. Hier. Und dann bin ich immer so oft so geil durch und es bringt mir halt überhaupt nichts. Also, das war ein Scheißpass von Çalhanoğlu, danke. Weil ich einfach nicht in die Mitte komme. Ich komme einfach nicht in die Mitte rein, ey. So ärgerlich. Chicharito hat mir einfach als Anspielstation gefehlt, weil er irgendwie gefoult wurde. Nicht auf ihn. Jetzt kommen halt noch diese scheiß Pässe dazu. Jetzt hat der Gegner auch noch Glück. Mann, gib mir doch mal so ein 90-Minuten-Tor, so ein irgendein Lackerding, irgendwas, Mann. Dieser scheiß Distanzschuss vom Gegner war so schlecht. Es wird wieder ein 1-1, ey, ich kotze ab. Och, es lief so gut in der Liga. Ich habe echt gedacht, ja, es läuft nur in der Weekend League und in den scheiß Knockout-Turnieren beschissen. Aber nee, es läuft auch in der Liga zum Kotzen.
Also für meine Verhältnisse, also was heißt für meine Verhältnisse, für das, was ich erwarte, wenn ich sehe, wie ich spiele, also wie das Spiel eigentlich abläuft, wieder nur dieses 1-1 und diesmal war es 100% nicht meine Schuld. Zum verdammten, wie soll ich diesen Schuss verhindern, ey? Oh nein! Ich glaube, es ging mit diesem blöden Toprak-Verteidigungsverhalten los. Es ist ärgerlich, egal, bis morgen, irgendwann, tschüss.